Okay, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ja, ich muss gerade nochmal schauen. Nee, ich wollte nicht auf die Handlungstafel. Oder wollte ich doch auf die Handlungstafel? Balsa. Wir haben ja bisher leider nur die eine Szene, ne? Das ist halt ein bisschen Kotze. Ja, unsere Aufgabe ist es prinzipiell jetzt herauszufinden, was in Balsa passiert ist. Wir haben ja irgendwie noch... Ich muss gerade nochmal die Karte öffnen. Wenn das immer nicht so lange dauern würde. Genau, wir haben hier noch ein Echo. Also irgendwie müssen wir da reinkommen. Ich könnte nochmal versuchen, die Szene einfach abzuwählen. Das geht ja. Achso, es geht nicht. Achso, weil sie. Entschuldigung, nee, alles gut. So, das wollte ich tun, genau. Ich konnte kurz da durchgucken. Das war nicht so geplant vom Spiel, glaube ich. Behaupte ich jetzt mal. Na, hier ist auch irgendwie die letzte Szene. Das verwirrt mich halt irgendwie auch ein bisschen. Ich komme da so definitiv nicht rein. Warum eigentlich die letzte Szene? Da habe ich ja irgendwie... Das ist alles komisch. So, bin ich... Öffne die scheiß Map. Ja, okay, jetzt soll ich mal, wo ich nach oben komme. Ja, dann geh nochmal in den Ballsaal, ne? Mehr kann ich nicht tun gerade. Irgendwie. Na, kann mal gucken, ob hier irgendwelche Türen funktionieren. Ah, guck mal. Spannend. Spannendes Fernsehprogramm heute mal wieder. Piss off. Okay, irgendwie habe ich ihn vernichtet, glaube ich. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auch hier nichts. Was ist das denn, ey? It could not be opened on the side. Aha. Ist auf der anderen Seite noch ein Eingang dazu? Ja, tatsächlich. Oh. Arti? Oh. Gibt's ja wieder Dosenpyramiden. Wie in Teil 1. Die habe ich sogar alle. Ah, guck mal an. Die habe ich sogar alle umgeboxt im Remaster. Aber das gibt gar keine Trophäe. Muss man gar nicht. Man muss, glaube ich, nur 5 Stück. Aber egal. Wenn ich schon den Collectible Guide habe, ne? Waffe 209, ne? Da, wo jetzt gesummt wurde, ja. Ah! How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. Yeah, had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Sind Sie mit Sarah Breaker verwandt? Das will ich jetzt wissen. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin.
I had a police sketch made of Dor based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing? Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Dor? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dor went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dor living in town or anywhere. Another dead end. Warland Dor. Ja, das hatten wir, glaube ich, alles schon, ne? Ich glaube, hier ist nichts Neues. Oh. Okay. Habe ich nicht verstanden. Irgendwas Wichtiges auf der Karte. Wir gucken gleich mal. Erstmal nochmal fix hier alles erforschen, ob ich hier noch irgendwas finde. Aber wohl eher nicht, I guess. Ich bin nicht überzeugt. Ah, warte mal. Hier kommt man dann wahrscheinlich da unten hin, ne? Zu dem Echo. Ich kann mal versuchen, ob ich da irgendwie reinkomme. Ins Treppenhaus. Aber Treppenhäuser dürfen ja auch nicht verschlossen sein. Dürfen sie nicht, wegen auch so Feuer und so, ne? Aufzug im Brandfall nicht nutzen und so. Aber hier ist einfach alles dicht. Fickt euch doch einfach. Also sieht mir aber auch so dicht aus, so dass man da eigentlich nie reinkommt irgendwie. Keine Ahnung, das ist alles komisch. Aha, war ich hier schon mal? Oh, diese Map zu öffnen dauert so fucking lang, ne? Meine Fresse. Okay, ich kann sogar in beide rein. Oh, Leuchtfackel. Habe ich da nicht auch irgendwie? Ne, habe ich nicht im Quickslot, okay. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Dor, and I will see you soon in Night Springs. Ist der Dude der Sprecher davon? Night Springs Werbung, ja. Will der Fall soll mir hier den Hinweis geben, dass ich. Ja, okay. Vielleicht irgendwie so. Nee. Also ich komme hier auf jeden Fall irgendwie hin. Ich bin ja gerade nicht in einer Szene, die ich verändern kann. Also schon ein bisschen merkwürdig. Hi. Ups. Jetzt stehen die aber überall hier.
So. Heieieiei, der Fall führt mich da unten vom Boden wieder raus, oder was? Was soll das denn schon wieder? Kann ich noch potenziell rein? Ja. Nett. Oh, Flashbangs. Oh, geil, okay. Hier ist auf jeden Fall auch wieder ein Thema. Das ist nett, das ist nett, das ist cool, das ist herrlich. Ja. Aber mehr gibt es irgendwie auch nicht. Das ist doch alles scheiße hier. Oh. Relevanter Ort. Also irgendwie verstehe ich die Markierung relevanter Ort auch nicht, weil da ist nichts Relevantes gewesen. War einfach eine fette Lüge. Eine fette Lüge. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Das nervt mich wieder ein bisschen. Die war auch dicht. Ah, nee, hier kann ich auch rein, okay. Oh, ah. Okay. Moment. Jetzt, ich guck mich erstmal so um. Aber hier ist gar nichts, alles klar. Okay. Proberaum. This is where they gathered before the play. This is where it began. Ach schön, okay, warte mal, wo bin ich jetzt? aha. Interessant. Na gut, ich gucke mich erstmal noch kurz um und dann ballern wir mal alle möglichen Umschreibungen hier rein. Und gucken mal, was passiert. Eine Abkürzung oder so? Ach so. Hä? Ach so. Wie Sie sehen, bin ich verwirrt. Keine Ahnung, irgendwie kam ich dann, das ist mal wieder ein komischer Wechsel hier. Aber ist okay, okay, okay. Ist ja auch schon die letzte Szene, aber wir haben halt irgendwie nur... Ah, endlich mal was Neues. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Führe die Beschwörung im Ballsaal durch. Okay, ich wäre jetzt auch als nächstes in den Ballsaal gegangen, tatsächlich. Achso, jetzt bin ich wieder hier falsch, ne? Nee, 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 nee. Ob wir das Licht so lassen können? Bin ich gerade blöd, wo sind die ausge... Hä? Sag mal! Achso, weil ich die Szene geändert habe. Ha, jawa, jawa. Ja, dann kann ich es auch wieder ändern, ne? Flop. So, ich kann natürlich auch hier jetzt direkt anwenden einmal, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Uh.
Ui. Aha. Aber zumindest scheine ich jetzt wieder... Ach nee, doch. Darüber in den Hauptraum zu kommen, hä? Guck mal, da hat es sich doch gelohnt. Wow. Der hatte kurz irgendwas in der Hand. Ich bin genau gesehen. Gehe ich in die richtige Richtung? Nein. Lalalalalala. Ich gehe einfach nur in den Ballsaal. Wie geht's, Tim? Okay. Achso. Ballsaal, da sind wir jetzt. So. I recognize my writer's room on the stage. Oh ja. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Mit den beiden Fenstern hier. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big time celebrity to play him. And he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess, Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ich bin der Teufel. Na gut. Ändern wir es gleich mal, ne? Wow. Oh. Stellt mir aber. Vielleicht war da nicht so was hier passiert. Was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Da liegen Leichen. Platz hier, ey. Ist immer noch Teil des Schauspiels oder? Ja. Zweifel es. Ich weiß nicht, ob der Folge der Spur des Teufels. Uiuiui. Können wir mal zwischenspeichern hier. Ist dann über die Folgenlänge. Ist auch schon wieder bald vorbei. Naja. Ja, wir haben ein bisschen was gefunden hier, ne? Ist doch okay. Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur wieder zu den anderen Szenen gehen und mal gucken, was passiert, wenn wir das ändern. I guess. Hauptsache Tim, da drin geht's gut. War hier, ne? Ja. Also werden jetzt überall Leichen erscheinen und wir müssen dann wahrscheinlich für oh. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Okay, ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich zur letzten Szene, damit es vollendet wird. Eieieiei, sieht aber auch aus, ey. Überall Blut und Gewalt und Tränen. Im Regen. So, lalalala, Stockwerkwechsel.
So, die letzte Szene war ja dann hier, I guess. Nee. Ich verwechsel immer die Richtung, in die ich dann rauskomme. Doch. Hä? Okay. Ach, jetzt wird's auch angezeigt worden. Habe ich verflucht hier überhaupt eingesetzt? Ach, egal, ich mach erstmal der Teufel. Guck. Das führt zu was. Der hat sich gerade noch bewegt. Please do not disturb. Vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Alles mal ausprobieren, auch einfach mal, um zu sehen, was da dann so bei rumkommt. Naja, fast, ne? Tja, was soll ich tun, ne? Aha, jetzt komme ich da. Wow, okay, R1. Nee, R1, ich kann es nicht lesen, was da steht. Völlig gut. Okay. Leuchten ja direkt zwei Trophäen mal wieder. Geiles Spiel. Warte mal, wir brauchen mal hier ein bisschen Freiraum. Uiuiuiui. Bam. Oh, die hat Wumms, die Waffe. Die haben mich verpisst. Toll. Hä? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist wenigstens das Stockwerk. Ich bin so froh, dass ich auf Leicht stelle. Ich werde doch wieder 5000 Mal verreckt. Nee, so fühlt sich das Spiel für mich deutlich angenehmer an. Also von daher, ich schäme mich nicht. Ich bin mittlerweile zu alt dafür, um mich irgendwie... zu alt dafür... um irgendwie, keine Ahnung, stolz zu haben, nee, um zu denken, ich muss unbedingt auf normal mindestens spielen, weil sonst bin ich kein echter Gamer. Das ist mir so scheißegal. Ja, guck mal, ich habe mich doch schon die ganze Zeit auf der Map quasi gehabt. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Na klar, Method Acting. Ich hab's doch unten. Nee. So, jetzt sind wir wieder ganz normal oben. Nee, ach, jetzt sind wir schon im Stockwerk. Höchsten hier 6. Hm. Nett. Mein Gott, ey. Auch eben da, als ich die Leuchttage benutzt habe, ey, ich konnte einfach gar nicht sehen, welche Taste das überhaupt ist, die ich da drücken soll, weil das so gewackelt hat. Ich habe einfach alle R-Tasten gedrückt, weil ich irgendwas, also alle hinter Schultertasten, weil ich zumindest erkannt habe, dass es irgendeine Schultertaste ist. Okay, 667. 666. Oh boy. Komm, wir gehen noch rein. Nee, wir gehen beim nächsten Mal rein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.